willkommen zu dem ersten Video, wo ich die ganze Zeit ganz alleine vor der Kamera stehe. Ich bin die Sophie vom Adventurist-Kanal und wir konnten jetzt in diesem Sommer die 57er GS von BMW eine Runde durch den Balkan führen. Und da haben wir gedacht, sagen wir euch doch mal, was wir von den Dingern halten. In diesem Jahr war ich zusammen mit meinem Freund Luke und einer 750er GS knapp 6000 Kilometer im Balkan unterwegs, sowohl on- als auch offroad, mit Gepäck, im Regen und leider auch bei knapp 40 Grad. Wer jetzt schon seit 30 Jahren Enduro fährt, der kann hier gerne abschalten. Dieses Review ist vor allem für Fahranfänger. Okay, fangen wir an mit den Sachen, die mir gut gefallen haben und dann natürlich das Offensichtliche, sie hat viel mehr Power als die Motorräder, die ich vorher gefahren bin. Die hat jetzt, glaube ich, 70 PS offen, ne? Und man merkt es halt extrem, dass man schnell überholen kann, wenn mal was ist und dass man auch bergauf jetzt nicht gleich verloren geht und sowas. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir wirklich Spaß macht. Vor allem hat mich die Zuverlässigkeit überzeugt. Das Ding ist immer angegangen. Es ist wirklich so zuverlässig. Das ist richtig krass. Ich hatte es wirklich oft runtergeschmissen. Das Ding ist oft auf der Seite gelandet und es ist immer angegangen. Es hat alles funktioniert. 1A. Wunderbar. Nichts passiert. Vielleicht mal so der Schalthebel verbogen oder so, aber trotzdem funktioniert es noch ganz ohne Probleme. Und das nimmt einem auf jeden Fall ein bisschen Last von den Schultern, wenn man sich schon mal ums Motorrad keine Sorgen mehr machen muss, sondern nur noch um sich selbst. Und das ist auf jeden Fall was, was mir als kleine Motorradfahrerin natürlich den Tag eindeutig erleichtert. Ein paar Sachen, wo ich wirklich nicht so wirklich eine Wertung dazu habe, aber auf die man achten sollte, ist vor allem, dass es die Keyless-Option gibt bei diesem Motorrad. Da finde ich, muss man drüber nachdenken, ob man das wirklich braucht, denn es kann schnell mal passieren, dass man an der Tankstelle steht und der Tankdeckel geht nicht auf. Oder man verliert seinen Schlüssel, weil man ihn eben nicht die ganze Zeit vor sich rumbammeln hat oder so. Das sind so Sachen, die sind zwar cool und schön und es ist was Neues, aber man muss natürlich immer dran denken, braucht man es wirklich? Weil eigentlich braucht man es nicht. Das Keyless-System hat natürlich den größten Nachteil, dass es irgendwann, der Schlüssel ist halt irgendwann leer. Ja? Und ich glaube, wenn man bei der Hälfte ist, bekommt man eine Warnung. Und er funktioniert dann auch noch sehr, sehr lange, klar. Aber es ist trotzdem wieder was, worum man sich Gedanken machen muss, worum man sich dann kümmern muss. Wo kriege ich so eine Batterie her? Wie kriege ich das selber wieder gebacken? Und wie lange hebt mein Schlüssel jetzt noch? Also deswegen bin ich der Meinung, jemand, der eine riesige Reise vor sich hat, den brauchst du jetzt wirklich nicht. Ein alter BMW-Werbespruch hat mal gesagt, Motorradfahren ist viel zu schön, um es allein den Männern zu überlassen. Da frage ich mich natürlich, warum es von insgesamt 10 Adventure-Modellen nur eins unter 200 Kilo gibt. Hä? Ich glaube, wenn man mich sieht neben der Maschine, ist es ziemlich offensichtlich, es ist groß und es ist schwer. Mit Gepäck und allem drum und dran wiegt das 250, also über 250 Kilo, was ich einfach alleine nicht nach oben bekomme. Selbst Luke und ich, wenn es ein paar Mal umgefallen ist, hatten Schwierigkeiten, es zu zweit irgendwie nach oben zu stemmen. Und das ist dann natürlich was, was man unterwegs eigentlich nicht möchte. Man möchte es alleine rangieren können. Und es fällt mir mit kurzen Beinen und nicht viel Kraft natürlich dementsprechend schwer. Und ich bin dadurch abhängig von meinem Partner. Was ihm inzwischen übrigens auch gewaltig auf den Sack geht. Gewaltigst! Aber sowas von. Nein, das Wichtige finde ich immer, einmal hochheben auf irgendeiner Ebene ohne Gepäck oder so, kriegt ja jeder hin. Ne? Aber was machst du, wenn es dir 3-4 Mal umfällt mit Gepäck im Gelände und du schon komplett im Eimer bist bei 35 Grad und so, ne? Jetzt muss der Kerl hier kurz reingrätschen, sorry dafür, und das Video finanzieren. Dickes, dickes Danke an unseren heutigen Sponsor NatureHike. NatureHike hat ein Zelt entwickelt, extra für Motorradreisende. Es hat genug Platz für Gepäck, es hat ein Jahr Garantie und das Geilste ist, es gibt einen Black Friday Deal. Ihr könnt einfach den Link in der Beschreibung verwenden und im Warenkorb dann den Code Black Friday nutzen, um 10% Rabatt zu erhalten. Guter Deal, finde ich, und jetzt aber wieder schnell zurück zur Chefin, bevor sie krantig wird. Genau, das sind einfach Sachen, die werden passieren und die möchte man dann, wenn ich jetzt mit dem Ding allein unterwegs bin, die möchte ich nicht haben. Und das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, es ist zu schwer. Dann ist natürlich verständlich, die Leistung muss ja natürlich auch irgendwo herkommen, aber dann kommt noch der nächste Punkt, es ist auch ein bisschen viel Leistung hier. Also wir sind hier vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Mal, dreimal, kannst du an einer Hand abzählen, wie oft wir über 100 km/h gefahren sind.
Und mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du hier nicht. Und wir sind ja jetzt immer noch in Europa unterwegs. Wenn man jetzt Richtung Asien geht, wird es bestimmt nicht schneller. Und ich denke, das ist dann einfach ein bisschen zu viel des Guten, sag ich mal. Ganz wichtig zu sagen hier, bevor sich jetzt jemand aufregt, wir beide haben eine Weltreise vor. Da fährt man dann natürlich Straßen, die jetzt vielleicht seit ein paar hundert Jahren genauso aussehen, wie sie heute aussehen. Und das geht einfach, da kannst du nicht schnell fahren und da brauchst du auch nicht schnell fahren. Wenn man jetzt hier durch die Alpen fährt, sind 70 PS, das macht einen Haufen Spaß, das ist wunderbar. Und dann stört auch der ganze Rest nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Motorrad ist für uns beide, die im nächsten Jahr um die Welt fahren möchten, nichts. Es ist zu schwer und hat zu viel Leistung. Das braucht man unterwegs nicht. Wenn aber jemand eine Alpentour machen möchte oder generell in Zentraleuropa unterwegs sein möchte, ist das perfekt. Man hat viel Leistung, genug, sag ich mal. Man hat seinen Spaß und kann sich ordentlich in die Kurven schmeißen und kann überholen und bla bla bla. Das ist alles top, top, top. Aber für uns ist es einfach zu viel. Ich finde, das Motorrad ist sehr breit, tatsächlich. Wenn man jetzt in so Ländern hier, darf man und soll man auch filtern. Und da macht man sich mit der GS natürlich ein bisschen mehr Gedanken, weil man viel breiter ist als der ganze Rest vom Straßenverkehr. Und da ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß aber auch nicht, wie man es ändern soll. Weiterer positiver Punkt sind auf jeden Fall die Lampen. Das Licht, das ist so hell. Ich meine, gut, wir sind eine Enfield gefahren vorher, das war recht dunkel. Aber die Lichter sind wirklich richtig, richtig gut. Du kannst so weit gucken und siehst wirklich auch in die Breite sehr, sehr viel. Wenn man dann plötzlich mal in den Tunnel fährt, kriegt man nicht gleich Panik. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich bin recht klein und wir haben das Motorrad ein bisschen tiefer gelegt. Dadurch habe ich zwar ein bisschen weniger Bodenfreiheit, aber es hat es auf jeden Fall gebracht, denn ich konnte so den Winkel beim Fahren beibehalten, zwischen Sitzbank und Fußraste konnte ich beibehalten, aber trotzdem bin ich näher am Boden dran. Und das war wirklich perfekt, weil hätte ich einfach nur eine niedrigere Sitzbank genommen, hätte ich Knieschmerzen bekommen. Das wäre auch nicht richtig gewesen. Was uns aber auch aufgefallen ist, ist, dass Offroad die Federung ein paar Mal durchgeknallt ist. Wir wissen jetzt nicht, ob es an der Tieferlegung liegt oder daran, dass wir die Federn vorne durchgesteckt haben. Es hat einfach ein paar Mal geknallt, während es beim Loop nicht geknallt hat. Und das hat einen dann schon mal kurz erschreckt. Wie ist denn jetzt mein Fazit zur 750er GS? Das Ding ist uns zu schwer. Es ist für dich bestimmt passend, wenn du besser fahren kannst als wir und ein bisschen mehr Erfahrung hast. Und wenn du eben vor allem in Zentraleuropa unterwegs sein möchtest oder beziehungsweise auf guten Straßen fahren willst. Wir wollen nächstes Jahr um die Welt fahren und dafür ist es ein bisschen zu schwer und es hat zu viel Leistung. Das Problem ist auch, dass wir erst seit 3 Jahren Motorrad fahren und nächstes Jahr schon losfahren wollen. Da ist nicht mehr so viel Zeit, um zu lernen, wie man rangiert, um zu lernen, wie man in schwierigen Situationen mit einem schweren Bike umzugehen hat. Deswegen ist es einfach nichts für uns. Die beiden Motorräder haben wir gestellt bekommen vom BMW-Händler Bohling und Eisele in der Nähe von Karlsruhe. Erstmal Dankeschön dafür. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, es ist ein wundervolles Motorrad. Ich hatte viel, viel Spaß damit, vor allem in Zentraleuropa ordentlich mal auf die Tube drücken. Die ersten Offroad-Passagen waren auch nicht so schwer, die haben richtig viel Spaß gemacht. Man hat sich sehr, sehr sicher gefühlt und ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe wirklich sehr viel auf dem Motorrad mitnehmen können. Wir haben natürlich auch den großen Bruder meiner Maschine getestet und zwar ist es die 850er GS. Das Video haben wir euch jetzt hier verlinkt. Und meine Frage an euch, seid ihr die beiden schon mal gefahren oder nur die eine? Was haltet ihr davon und findet ihr unser Fazit nachvollziehbar? Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dem Video und wenn ihr uns verfolgen wollt, vor allem bei der Vorbereitung und dann auch bei der Weltreise, lasst einfach ein Abo da, gerne natürlich auch eine Glocke und immer einen Daumen hoch nicht vergessen. Gell? Also, bis nächste Woche. Ciao.